auch belohnen. Wenn gerade in den Anfangsjahren nicht alles klappte, hat man daraus die Lehren gezogen und im nächsten Jahr wieder angegriffen. Das Fashionfest war für euch beide eine Herzensangelegenheit und das haben alle Gäste auch immer gespürt und honoriert. Die Familie Kohler, Herr Holter, Applaus, ja. Die Familie Kohler bewirtete 1986, das muss man sich mal vorstellen, erstmals das Festzelt des Fashionfestes. Damals auf dem Gelände der heutigen Realschule, Festzelt und Vergnügungspark zogen damals vom Gelände der ehemaligen Oberhalle und die Kohlerstraße. Klimachef Jürgen Kohler, damals 23 Jahre jung, heute etwas gereift, war immer noch jung und dynamisch, durfte das Wagnis damals mit Unterstützung seiner Eltern eingehen. Die Anfänge waren nicht einfach, da galt es nicht nur ein Zelt zu schmücken und zu bestuhlen, nein, man musste die komplette Küche vom Parkfeldlöffel bis zum Herd im Engel und Funkhof ausräumen und nach Grün fahren. Der Engel war aber auch über das Fest damals wie auch heute von Freitag bis Montag geöffnet. Vergnügungspark und Festzelt wuchsen rasant. Schon bald standen Zelte für 3.500 Personen. Am Freitagabend gab es schon damals große Veranstaltungen. Mit das größte und ein Höhepunkt war das ausverkaufte Konzert der Klosterfahrer 1990. Vor den großen Erfolgen standen da allerdings viel Schweiß. Mit dem Bau der Realschule fiel die Möglichkeit weg, große Zelte zu bauen. Daher fiel man auf dem zentralen Olympusbahnhof, also an dieser Stelle, dann mit 40 Meter Länge an, heute sind es wieder 55 Meter. Was aber noch viel wichtiger ist als die Größe des Zeltes, unser Fest beginnt seit einigen Jahren schon donnerstags mit einem großartigen Abend, das hast du auch damals angehört. Dieser Abend ist inzwischen...